Offensichtlich ist die Entscheidung gefallen. Yeah.
Ich hab's versucht, sie wieder. So, meine Damen und Herren, wir sind fertig mit der Vorstellung der Jugendklasse Rüden Varietät Langstocker. Gemeldet am heutigen Tage waren 39 Hunde, 22 Hunde wurden vorgeführt, also sollten zur Gangwerksprobe erscheinen, 21 sind letztendlich hier im Ring. Das Gesamtbild der Klasse war von guter Qualität. Besonders herauszuheben die ersten 5 Hunde, die sich noch etwas abheben von der allgemeinen Klasse. Diese Hunde bleiben auch bitte im Ring. Bei den anderen bedanke ich mich für absolut korrektes Vorführen und ihre Fairness gegenüber den anderen Kollegen. Ihr dürft dann bitte ausführen. Vielen Dank fürs Erscheinen. So, dann kommen wir zum Sieger, der sich nach vorne gearbeitet hat, der heute in einer hervorragenden, überzeugenden Verfassung vorgeführt. Ich habe ihn schon mehrfach gerichtet, ist der Solar de Valenciennes, ein Hund aus französischer Zucht, jawohl. Die Fangruppen sind heute sehr aktiv. Ist ein Hund, der oft ausgestellt wurde von kleinster Klasse an. Er hat sich stetig weiterentwickelt. Vater, Mutter sind Auslesetiere und er selber ist ein absoluter, hervorragender Typ, Ausdruck. Sehr tolle Oberlinie, anatomisch sehr gut aufgebaut, mit sehr guten Winkelungen. Und was heute überzeugend war und ausschlaggebend war, ist die absolute Überzeugung in der Gangwerksprobe. Jolene, noch bitte eine Runde für das Publikum. Vielen Dank. Es ist der Sieger der Jugendklasse Bundesliga Zuchtschau in Nürnberg 2022.